Ich habe eine Schere. Ja. Okay, ich leg die mal weg. Ja, nochmal hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age Origins. In der letzten Folge sind wir hier stehen geblieben. Kumpel? Sind wir hier stehen geblieben und wir haben verschiedene Aufgaben gekriegt. Selbstverständlich werden wir uns erstmal um unsere Gefährten kümmern. Wir kümmern uns um Gwyn. Nicht Gwyn. Win. Ich sag immer Gwyn, dabei ist es Win. Und zwar müssen wir jetzt dafür zum Ihr und Branka wart Brasilienwald. also wirklich verheiratet? Ich sag euch was, Junge. Ich rutsche durch Wart die ihr Gegend. jemals verheiratet? Huh, warum ruckelt's so? Warum ruckelt es so? Warum ruckelt es so? Warum ruckelt es so? Natürlich nicht. Ich wurde von der Kirche großgezogen. Dank dem härtesten Stein dafür, Zwergenhandwerk, den ihr finden könnt. feinstes Ihr Zwergenhandwerk, ist was für Trottel. Dann laufen also keine kleinen Orgrans in eurer Heimathöhle herum. Alles, was mir diese Mooslutscherin gebracht hat, waren Kopfschmerzen, ein taubes Ohr, ein zerkratzter Rücken und ein Hautausschlag, der erst nach drei Tinkturen wieder wegging. Ich brauche keine weiteren Details. Auf Befehl des neuen Aals von Benarim darf niemand das Gesindeviertel betreten. Beim Erbauer. Alles klar. Ich war in der falschen Richtung. Ich muss ja hier. Ach nee, da muss ich ja in die komischen Kirchentanten vorbei. Egal. Lass mich nicht so an, du Rüpel. Ich kann jederzeit was sagen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich jetzt sagen soll. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wir spielen Dragon Age. Ja. Wir sind fast fertig. Ja. Yeah. Wobei ich glaube, es wird doch noch ein bisschen dauern. Wir haben doch noch ein bisschen viel zu tun. Aber das gilt es ja herauszufinden. Und was ist das? Ach, das haben wir schon. Brasilienwald. Auf zum Brasilienwald. Ich hab was an der Lippe. Moment. Ich krieg das nicht weg. Ah. Werden wir jetzt kämpfen? Ich hab mein leuchtendes Armband. Nein, hab ich nicht. Wo ist es? Ach, wir werden sowieso kämpfen. Moment, ich hab das noch an der Lippe. Bitte zwingt mich nicht, damit zu kämpfen. Es muss weg. Oh mein Gott, tut mir das nicht an. Wir haben euch erwartet, Wächter. Ach so. Feinde! Was war das jetzt? Und warum war ein Stein im Bild? Egal, wer seid ihr? Rebellen. Okay, tschüss. Wir machen euch fertig. Und der Nächste. Du kommst auch gleich. Der nächste. Der wird markiert. Meine Magie ist Ich nehme die da hinten. Das ist doch eine Die, oder? Oder ist das ein Er? Es ist eine Die. Es ist ein Er. Es ist ein Er. Es ist ein Er. Hier hinten kommt klar. Ich hab nichts fallen lassen. Nur Blut. Das Blut taucht neben ihm auf. Das sieht auch sehr schön aus. Schafft ihr es da oben? Kommt ihr klar? Ach, da ist ja noch einer. Moment, die Musik kommt gerade. Ich steck fest. Die Musik steckt fest. Okay, ihr kommt klar. Okay. Hat er was fallen lassen? Ja, ihr seid gute Jungs. Fangen wir an. Hallo, Win. Wir haben es gleich. Ich muss nur sammeln. Wenn ich gesammelt habe, ja, dann habe ich alles gesammelt und dann. Bitte fragt mich nicht, was mich los ist. Was? Was habe ich gerade gesagt? Wird erledigt. Bitte fragt nicht, was mit mir los ist. Ich muss aus Klo. Das sollte kein Problem sein. Da, Stalker Roger sagt, das sollte kein Problem sein. Also, alles bestens. Gut. Alles gut, gut, ja, alles schön, okay, ja. Da hat nichts fallen gelassen, okay, so wie ich es mir gedacht habe, so wie es vorhin nicht getan hat, also dann gehen wir mal weiter. Kann mir eigentlich einer sagen, warum ich aufnehme, obwohl ich aufs Klo muss? Warum ich nicht aufs Klo gehe und dann aufnehme? Ach, egal. Jetzt habe ich Energie! Energie, um Schädel zu zerschlagen oder um Wins alten Schüler zu finden. Und das Ding an meiner Lippe loszuwerden. Was ist das und warum geht es nicht weg? Ah! Weg. Weg. Es geht nicht weg. Ich könnte die Schere nehmen. Nein. Okay. Vorwärts. Folgt mir, meine Freunde. Okay. Was? Meine Freunde und Alistair. Ihr seid doch betrunken, stimmt's? Hä? War das eine Frage? Nicht so angehört.
Wie im Namen des Erbauers schafft ihr es, ständig betrunken zu sein? Hi! Hi! Hallo, wie geht es dir? Ihr habt es geschafft, Fremder. Ihr habt uns vor dem Wüten des Fluchs gerettet. Das ist schon ziemlich lange her. Die Schöpfer euch auf ewig segnen. Danke. Aber nach all diesen Jahrhunderten haben wir Zethrian verloren. Ich hoffe, er ist heldenhaft gestorben. Wobei, doch. Ja, ich glaube, das ist er. Ich habe das Ding an der Lippe verloren. Ich wünsche mir ein gutes Ende für diese Geschichte. Er wird für viele Kinder der Dalish ein Vorbild sein. Und jetzt bereitet uns Hüterin Lanaya darauf vor, an der Seite der Menschen in den Krieg zu ziehen. Ich hätte nie geglaubt, diesen Tag zu erleben. Ich freue mich jedenfalls darauf, gegen diese dunkle Brut zu kämpfen. Wirklich? Dann hoffe ich, dass du zurückkehrst und uns alles darüber erzählst. Was euch betrifft, Fremder, ich schätze, ich werde eines Tages Geschichten über den Grauen Wächter erzählen. Oh, cool. Ich wollte fei was wissen, du Arsch. Nochmal hinsetzen. Andaren Etishin, Grauer Wächter. Guten Tag. Ihr könnt euch gerne zu uns ans Feuer setzen, aber wartet nicht ein Krieg auf euch? Doch schon, aber habt ihr jemals von einem Elf namens Andaren gehört? Ich danke euch, dass ihr versucht, ihn zu finden, aber die Chancen stehen... Meint ihr Andaren, den Heiler? Ihr kennt Andaren? Ist er am Leben? Was ist mit der Nackenfrau? Vielleicht ist das ein weit verbreiteter elfischer Name. Nein, ich weiß nur von einem Andaren. Ah, ich verstehe. Andaren sagte, er sei aus einer der Städte der Menschen. Seid ihr alte Freunde? Wenn es derselbe Andaren ist, dann ja. Wynn kennt ihn. Wenn ihr Andaren sucht, müsst ihr euch in den Wald wagen. Er bevorzugt die Gesellschaft der Bäume und Tiere. Ich weiß warum. Ich bin euch allen sehr dankbar. Ich sollte gehen. Dara Shiral. Ich dich auch. Okay. In welche Richtung? Hier lang. Glaube ich. Hier geht's in den Wald. Ja. Hier sind wir richtig. Das ist schön. Das ist sehr schön. Okay. Gruppe sammeln. Ja klar. Los. Wenn du spielst, während du angemeldet bist, wird dein Online-Profil automatisch mit deinen Erfolgen und einem Tagebuch über deine Abenteuer in Ferelden aktualisiert. Was? Keine Ahnung, aber ich bin sowieso nicht angemeldet, also was auch immer. Aho, ich habe mir selbst wehgetan. Auf jeden Fall habe ich das Ding an der Lippe endlich losbekommen. Und das war irgendwie... Ja, Zeug. Zeug, das von meiner Lippe nicht wollte. Weil es meine Lippe liebte. Meine Lippen sind richtig trocken. Ich werde jetzt sehr oft noch das Wort Lippen sagen. Ich habe jetzt 5-mal das Wort Lippen gesagt. Habt ihr es verstanden? Okay. Man könnte vermuten, dass ich heute ein bisschen hyperaktiv bin. Da ist eine Elfenwurzel! Man könnte vermuten, dass ich heute etwas hyperaktiv bin. Das kann aber auch nur daran liegen, dass ich sehr schlecht, beziehungsweise sehr wenig, nein, nur schlecht, sehr schlecht geschlafen habe. Und dass ich jetzt auch noch heute an einem Video gearbeitet habe, das ich auch heute hochgeladen habe. Wenn das am Samstag rauskommt, dann müsste es gestern gewesen sein, am Freitag. Und zwar habe ich da was probiert. Es ist wirklich furchtbar geworden, aber für meinen ersten Versuch ist es eigentlich doch gut. Und ach, reden wir nicht drüber. Das können wir machen zwischendurch. Hallo. Das Lager sieht völlig intakt aus. Zelte und Schlafstellen sind voller Blätter, aber trocken und unbeschädigt. Weiter. Die Feuerstelle raucht und hat noch genug Glut, um ein kleines Feuer anzufachen. Es gibt keinerlei Anzeichen für irgendwelche Bewohner. Das ist seltsam. Die Werwölfe würden so ein Lager niemals benutzen. Wem immer es gehört, er muss ganz in der Nähe sein. Ihr habt vermutlich recht. Warte, Moment, mir ist es runtergefallen. Nein. Ihr habt vermutlich recht. Haltet die Augen offen. Du spürst keine Gefahr, obwohl dir das verlassene Lager seltsam vorkommt. Eine Durchsuchung würde vielleicht nähere Erkenntnis bringen. Alles klar, wir müssen alles untersuchen.
Du untersuchst die Schlafstelle. Sie wirkt sauber und warm. Du hast das Gefühl, als hättest du seit Ewigkeiten nicht mehr geschlafen. Es wäre so angenehm, es sich hier gemütlich zu machen und ein bisschen Ruhe zu finden. Ich spüre Magie. Sie entzieht mir die Kraft. Wir müssen hier weg, und zwar schnell. Ich glaube, es wäre ein Fehler, hier zu schlafen. Wir sollten gehen. Du wendest dich von der Schlafstelle ab, wenn auch nur ungern. Die Verlockung des Schlafs ist nahezu übermächtig. Wir schauen uns... Jetzt müssen wir weggehen, aber ich möchte mir alles angucken. Ach, was soll's, wir gehen jetzt weg, aber wir können nicht weg. Also von dem her. Wie laufe ich denn? Als du dich umdrehst, um zu gehen, werden deine Schritte bleiern. Erschöpfung fährt in deine Glieder. Und du gehst. Es war eine lange Reise. Man sollte hier eine Pause einlegen. Wir gehen doch nicht etwa. Ich bin erschöpft. Wir können dieses Lager doch benutzen. Bekämpfen wir es nicht. Drehen wir uns um. Mal sehen, was passiert. Du drehst dich um, aber der Nebel kann von deinem Verstand nicht Besitz ergreifen. Wie in einem Traum löst sich die Illusion des Lagers auf. Weiter. Vor dir liegt ein kaltes und längst verlassenes Lager, voll mit den Knochen vieler Reisender, die hierher gelockt wurden von einem Geist, der dich jetzt voller Zorn angreift. Wow, okay. Und los. Du hast keine Chance, höherer Schatten. Du bist überraschend schwach. Nach der Zerstörung des Geistes verzieht sich der Nebel. Das Lager hier ist sehr alt und die Überreste der bisherigen Opfer liegen alle da, als würden sie schlafen. Wie lange war dieser Geist wohl schon hier? Und wie viele wurden seine Opfer? Ich darf gar nicht daran denken. Ich habe doch gesagt, das können wir mal zwischendurch machen. Und jetzt nehmen wir mal alles mit, was wir mitnehmen können. Da ist eine Truhe. Ah, so viele Menschen. Ich muss so machen, damit ich sehe, was ich alles mitnehmen kann und was nicht. Das da. Gut, fangen wir an. Alles klar. Das haben wir jetzt auch noch mitgenommen. Die Kamera. Hallo, ich will näher reinzoomen. Na gut. Moment. Jetzt hat. Gut, dann hätten wir das auch mal erledigt. Und jetzt müssen wir, glaube ich, hier entlang. Südöstlicher Wald. Ja, müssen wir. Runen können Waffen spezielle Fähigkeiten verleihen. Allerdings können ausschließlich Verzauberer diese arkanen Symbole gravieren. Ja, wir kennen so einen. Und sein Vater. Also Vater in Anführungszeichen. Gut, wir sind hier richtig. Ich habe Schleim im Hals. Das ist voll widerlich, ne? Ich muss im Hochdeutschen reden und ich sag dann, ne. Nicht wahr? Wir müssen hier hin. Frag mich nicht, was ich gesagt habe. Ich habe selbst keine Ahnung. Oh, noch mehr Feinde. Warte, sind es Plünderer? Es sind Räuber. Ja klar, beraubt doch die Toten. Das finde ich voll gut, ne? Nein, finde ich nicht. Bitte nimm das nicht ernst. Ja, nimm das weg, was ich haben will. Halt, warte, ich bin kein Krieger. Ich muss hier raus. Ich darf nur am Rand angreifen, nicht mittendrin. Du greifst mich an, ich darf dich zurück an. Du kämpfst doch schon! Zum keine Ahnung, wie vielsten Mal. Warum ist dein Name gelb? Egal, wir machen jetzt die Bogenschützen weg. Du glaubst doch nicht wirklich, dass du mich besiegen kannst.
Da ist er. Cool. Das haben wir gut gemacht. Und jetzt nehmen wir die Truhe mit. Haben wir sonst noch irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Gut, fangen wir an. Wir sind hier ja schon vor Jahren gewesen. Vor Ewigkeiten. Um die Eichel zu holen. Gut. Das, für mich klingt das immer noch so falsch. Auf so vielen Ebenen. Aber was soll's. Es war ja nicht falsch auf so vielen Ebenen gemeint. Anarin. Halt! 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 Stopp! Bleib stehen! Okay. Anarin. Jetzt sitzt er. Freunde, bitte dreht um. Diese Wälder sind voller Gefahren für alle, die sich darin nicht auskennen. Anarin? Moment. Ich kenne euer Gesicht. Nur jünger. Unbeherrschter. Ernst. Wynn? Ich dachte, sie hätten euch getötet. Das hätten sie auch beinahe. Die Templer fanden mich, als ich gerade die Dalish suchte. Sie verletzten mich schwer und ließen mich zum Sterben liegen. Ich bin schuld daran. Oh, ich war eine schlechte Mentorin, streng und ungeduldig. Ich bedauere sehr, wie ich euch behandelt habe. Ich habe das alles hinter mir gelassen und das solltet ihr auch tun. Ich hatte bei den Templern und der Kirche nichts verloren. Mein Weg lag woanders. Irving ist ein vernünftiger Mann. Er könnte euch den Weg zurückebnen. Der Zirkel braucht neues Blut und muss sich verändern. An Irving erinnere ich mich gern. Er war immer freundlich zu mir. Ich werde über euren Vorschlag nachdenken und vielleicht auch mit Irving reden. Aber versprechen kann ich nichts. Es ist spät geworden und ihr habt viel zu tun. Ihr solltet euch auf den Weg machen. Wir können länger bleiben, wenn ihr das möchtet, Wynn. Nein, wir haben genug Zeit mit meinen persönlichen Angelegenheiten verbracht. Wir sollten wirklich aufbrechen. Seht mal her. Das ist aus getrocknetem Harz von einem der hier wachsenden Bäume. Es war für mich so etwas wie ein Glücksbringer. Und nun sollt ihr es haben. Danke, ich werde es verkaufen. Also schön. Vielen Dank. Mögen eure Götter auf euch herablächeln, Anarin. Und auf euch. Cool. Gut, dann hätten wir das erledigt. Dann machen wir jetzt wohl die Rettung der Königin. Denn die Verderbnis, da müssen wir ja warten. Das existiert nicht. Such und finde Sachen. Warte, was? Okay, wir machen jetzt die Rettung der Königin. Ups. Rettung der Königin. Und dafür müssen wir wieder gehen. Tschüss, Anarin. Ja, diese komischen Viecher machen interessante Geräusche. Wie ist nochmal? Halla. Okay. Diese Halas machen komische Geräusche. Ich habe dieses Geräusch gemacht, weil ich diesen Schleim aus meinem Hals loswerden will. Der klebt so. Ist das der Weg zurück? Barrierenwald? Nein. Der klebt da so in meiner Kehle. Das ist so arg. Und ich schlucke es ja schon die ganze Zeit runter. Okay, das ist jetzt wirklich widerlich. Mit Mineralen wie Feuer und Froststein können Balsame hergestellt werden, die Schutz vor verschiedenen Formen elementarer Magie bieten. Cool. Okay, das Geräusch, das ich gerade gemacht habe, hat dem Spiel wirklich so höchstwahrscheinlich so viel Angst eingejagt, dass der Ladebildschirm verschwunden ist. Wir müssen nicht zur... Keine Ahnung. Wir müssen... Was ist gerade passiert? Wo bin ich? Ach so, okay. Wir müssen über die Brücke und dann müssen wir durch den Wald und dann müssen wir Käse kaufen. Käse ist immer gut, okay? Wer einer von euch sagt, Käse ist nicht lecker.
Wenigstens geschmolzene Käse mag jeder, denn jeder von euch mag bestimmt Pizza. Erwischt. Und Käse, das ist einfach wichtig. Es gibt so viele verschiedene Arten von Käse. Und alles kannst du schmelzen. Siegreich im Krieg, wachsam in Friedenszeiten, opferbereit im Tode. Leitspruch der Grauen Wächter. Darf ich ihn ein bisschen ändern? Siegreich im Krieg, wachsam in Friedenszeiten, opferbereit, nicht wirklich. Passt doch, oder? Okay. Wir haben noch 5 Minuten. In diesen 5 Minuten müssen wir jetzt schnell raus aus dem Brasilienwald und irgendwo hin. Wo ist eigentlich die Königin? Ach ja. Okay, ich weiß Bescheid. Mein Nacken juckt. Jetzt nicht mehr. Boah, die Welt ist schön. Nicht wirklich, nein. Kein Problem. Hey, ich habe euch auf dem Markt ein Handtuch, ein Stück Seife und ein Rasiermesser gekauft. Oh, Win. Das kauft man nicht einem Zwerg. Wo muss ich hin? Dunaran. Das ist in Dunaran. Das ist in Dunaran. Ja. Ich hatte gerade vollen Aussetzer. Ein richtig schönes Blackout. Und da ist eine Sonnenbrille. Das könnt ihr nicht sehen. Genau, Entschuldigung. Ich habe eine Sonnenbrille geschenkt bekommen, als ich auf der Gamescom war. Ich glaube vorletzte Woche. 18. auf jeden Fall. Das war nicht vorletzte Woche. Was rede ich da? Irgendwann war ich auf der Gamescom in Köln. Das war interessant. Was machen wir hier? Ich war da nicht lange. Wie ihr wünscht. Leider. Ich. Dahin müssen wir, glaube ich. Dahin, ja. Was soll ich sagen? Genau, ich halte es nicht wirklich lange aus. Zwischen vielen Menschen. In großen Menschenmengen, Menschenmassen, je nachdem, wie man es nimmt. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie man es sagt, aber. Ja. Wir werden angegriffen, na wunderbar. Das ist genau das, was ich in den letzten 3 Minuten tun wollte. Kämpfen. Und warum werden wir kämpfen? Kann mir das auch mal einer sagen? Meine Nase juckt. Gut gemacht, Spiel. Oh nein. Ich glaube, ich weiß warum. Ich habe herausgefunden, dass wir, während wir unterwegs sind, unsere Leute ändern können. Also, wen kann ich opfern? Ich hasse Alistair. Und ich mag Ogryn auch nicht. Was mein Donnerkiesel! Ja. Okay. Notfalls werden wir die nächste Folge damit anfangen, aber ich weiß jetzt, was kommt. Und da haben wir also endlich den mächtigen Grauen Wächter. Die Krähen entbieten euch wieder einmal ihre Grüße. Sie haben also euch geschickt, Taliesin. Oder habt ihr euch freiwillig gemeldet? Natürlich freiwillig. Als ich hörte, der große Zephren hat sich von uns abgewandt, musste ich es einfach mit eigenen Augen sehen. Ist das so? Nun, hier bin ich. In Fleisch und Blut. Ihr könnt mit mir zurückkehren, Zephren. Ich kenne eure Gründe und werfe euch nichts vor. Es ist nicht zu spät. Kommt und wir denken uns eine Ausrede aus. Jeder macht mal einen Fehler. Hört nicht auf ihn, Zephren. Keine Sorge. Zephren. Ich werde nicht in die treusorgenden Arme der Krähen zurückkehren, glaubt mir. Ihr werdet verlieren, Taliesin. Die Niederlage wird bitter. Ihr hättet in Antiva bleiben sollen. Was? Seid ihr von Sinnen? Die Krähen werden dafür sorgen, dass ihr um den Tod bettelt, Narr. Mag sein. Aber die Zeit, die mir bleibt, gehört mir. Ihr habt eine Wahl, Taliesin. Ihr alle habt eine Wahl. Verräter! Ich kämpfe nicht gegen euch, Taliesin. Wir waren einst Freunde und mehr. Aber ich überlasse euch eurem Schicksal. Viel Glück. Zephren war vernünftig und erwachsen. Und wir werden jetzt kämpfen? Na, das ist ein guter Anfang für die nächste Folge. Tschüss!